Freunde, willkommen zurück zum Monatsspecial zu einer weiteren Runde Ghostmaster. Wir spielen dieses Mal die unüblichen Verdächtigen und schauen mal, was das wird. Eins der etwas volleren Grafen Will ist durch deine Kärtchen. Erfolge schwer erschüttert. Sorge nun dafür, dass die Sterblichen sich nirgends mehr sicher fühlen. Die Polizeiwache Höllenstraße ist verantwortlich für weite Teile der Stadt. Aha. Eine Bastion von Recht und Ordnung. Denk das perfekte an. Ziel. Verjage alle Sterblichen daraus, bevor die Nacht vorüber ist. Dann haben Angst und Schrecken das Herz der Stadt erreicht. Keine Sorge, es läuft hier kein Zeitlimit. So. Empfohlen werden Static, Bug, Raindancer, Wendel, Terror Eyes und Arc Light. Das. Moment, da fehlt was. Nein. Nee, dich nehmen wir nicht mit. Wir nehmen nämlich ihn mit. Denn es gibt auch sowas wie. Secret Geister? Kann man das so nennen? Ich nenne es mal Secret Geister. Terror Eyes, ob ich den mitnehmen möchte? Ich glaube eher nicht. Ich nehme, glaube ich, ihn lieber mit. Und wir nehmen Wendel mit. Er ist halt besser als Bu im Moment. Verjage die Sterblichen aus der so. Polizeiwache Höllenstraße. Die sind, also ihr seht, zwei Geister. Die werde ich euch beide noch zeigen, aber es gibt einen geheimen Geist und der ist hier. Ihr bindet ein Steinelementar an das hier und der entbindet sich automatisch und... Hansei steht vor dir, wird ein treuer Diener sein, ein loyaler Geist. Das ist Bonsai. Warum der so heißt, dürfte klar sein. Da ist nämlich ein Bonsai-Baum. So, und ihr seht, der ist hier unten. Ne, Bonsai heißt er sogar. So. Schauen wir uns mal an, wo die anderen beiden sind. Hier unten ist einer. Ich war der Letzte, den sie auf dem elektrischen Stuhl voll Strom gepumpt haben. Heute tun sie das nicht mehr. Schade. Hatte es ja auch verdient. Hab jemand umgebracht. Oh. Jetzt sitze ich hier fest, stehe unter Strom und weiß nicht, wohin damit. Mhm. Kann ich verstehen. Und das zweite ist eine Polizistin. Hey du da, könntest du mir mal helfen? Klar. Diese Verbrecher haben mich doch glatt hochgehen lassen. Haben schon auf mich gewartet und mich weggepustet. Hatten wohl einen Tipp von einem korrupten Bullen. Muss wissen, wer das war. Sicher träumt er nachts davon, dass er herauskommt. Wie viel er wohl dafür gekriegt hat. Ja, das frage ich mich auch. Gut, dementsprechend. Die beiden sind eigentlich ziemlich einfach zu befreien. Raindancer. 120. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen an Punkten produzieren. Machen wir am besten Kampfgeschwader. Binden wir hier. Und dann... Das sind Alpha-Tau-Studenten. So. Bisschen was für die hier tun. Und ihn müssen wir sowieso raus... Also wir müssen hier Andrew Haight müssen wir einmal rausscheuchen. Also komplett verscheuchen. Und hoffen, dass er relativ zügig weg ist. Wie viele Leichname haben wir denn hier? Ups. Deswegen Arclight ist auch so einer, den nehme ich eigentlich eher selten mit, aber hier unten haben wir, glaube ich, einen Leichnam. Das ist, glaube ich, der einzige Leich. Ne, hier ist Skelett, gilt auch noch, aber das ist der gleiche Raum. Haben wir hier oben irgendwo noch einen Leichnam? Ich glaube nicht, ne? Ja, Funtete. Denke ich mir auch jedes Mal. So. Da gibt es nachher bessere. Also es gibt
wesentlich viel bessere, die auch die Fähigkeiten von Arclight dann größtenteils haben. Und dann können wir die dann mitnehmen. Da fallen mir jetzt zwei ein, die ich gerne hätte. Okay. Suchen wir einmal den Hate. Der ist da. Und Hetze. Und geh wieder weg. So. Wo rennst du hin? Keine Ahnung. Raindancer. Brauchen halt Flut. Es ist unheimlich wichtig, dass wir die kriegen. So. Die beiden können wir da auch mal ein bisschen erschrecken. Kräfte, X und Hop können wir benutzen. Es gibt eigentlich gut Punkte. Angstpunkte. Dichter Schwarm. Es müsste auch wieder Punkte geben. Ich bin erst dafür, dass wir ihn befreien, weil er halt sehr, sehr gut im Erschrecken ist. Ja, die pennt. Schlafende Menschen sind auch ein Bindungsziel. Haben wir nur gerade keinen mit. Also ich habe erst überlegt, ob ich den sogar mitnehme. Den haben wir nämlich jetzt sogar einen. Da haben wir jetzt, wie gesagt, einen, aber den wollte ich jetzt noch nicht benutzen. Weil es halt keinen Sinn macht. So, wir werden einmal... Ich knister auf dem Alten. So, den hier. Und, ups. Bank. Echt? Für Funken brauchst du 50. Ich habe mit ein wenig weniger gerechnet. Oh Mann. Wie lange habe ich auf dem blöden Stuhl gesessen und konnte okay. Nicht von Freiheit träumen. Ich dachte, ich müsste Funken noch dazu machen. Okay. Offensichtlich nicht. Sehr schön. Dann können wir jetzt Bug hier reinbinden und wir können auch noch... Oh, Starkstrom. Starkstrom ist sehr gut. So, Starkstrom ist sehr, sehr gut. Jetzt muss ich aber einmal kurz gucken, wo Hyde ist. Gehen wir mal hoch. Wo gehst du hin? Mr. Hyde? Andrew Hyde. Und wir gehen mal wieder zu ihm. Mist. Befehl. Kräfte nur verwenden, wenn Sterbliche zugegen sind. Kräfte nur der deiner gegenwärtigen und... Jetzt können wir Starkstrom mal machen. Weil der soll halt als erster weg. Geh mal weg. Hau mal ab. Hau mal ab da. Hast du eigentlich jetzt mal so langsam da alle erschrocken? Irgendwie nicht so. Wir binden Wendel mal da rein.
So, das stärkt nochmal den Glauben. Und auch nochmal die Angst. Kräfte. Ist noch nicht wieder voll. Was ist denn hier? Ich könnte kotzen. Wer bist du denn? Du bist Sergeant Stan Prosky. Gut, hier haben wir ein bisschen Gelächter. Alles gut. Und wo ist denn der Hyde schon wieder? Ist das der hier? Ja, das ist der hier. Könntest du jetzt mal einfach irgendwo wieder runter zu deinem Dings gehen? Er kann sich gerade echt nicht entscheiden. So, jetzt komm, geh zu deinem Arbeitsplatz. Und jetzt komm. Starkstrom! Jawohl, das gibt nämlich gut Angst. Und ihr seht, der ist damit direkt raus. Einmal auf die Bank und jetzt binden wir ihn mal hier dran. Und einen Befehl können wir jetzt nämlich aufheben, verwende nur Kräfte deiner gegenwärtigen Kräftestufe. Schreckgespenst ist nämlich auch ziemlich gut. So. Und jetzt bin ich gespannt. Andrew Hyde ist raus. Der nächste, der interessant wird, ist er hier. Der hat ziemlich viel, ihr seht, angstfreie Betracht. Und wir werden uns jetzt schon mal damit beschäftigen, die ganzen Leute hier ein wenig zu schocken. Schwierig sind die sogar persönlich, finde ich persönlich, hier in der in den Zellen, wollte ich sagen. Und er hier wird mal ein. Ups. Das ist der Alarm. Und wenn ihr den zu lange ignoriert, dann fliegt ihr raus. Also dann seid ihr verloren. Gespenstische Hagel. Erhöht den Glauben. Achso, ja stimmt, dann fallen Fische vom Himmel. Beziehungsweise jetzt einfach aus der Decke. Wo ist denn der Detektiv Norman French? Also, der Professor ist im Übrigen auch wieder dabei. Was aber eigentlich ziemlich uninteressant ist. Ach, komm schon. So. Er ist im Übrigen der, den ich am liebsten sogar an Elektro dran habe, an reinen Elektro dran habe. Es gibt noch einen, der hat zusätzlich zu, oder zwei sogar, die haben zusätzlich zu ihrem Haupt, haben die nochmal als Nebenelement die Elektrobinder. Aber den finde ich schon sehr, sehr stark. Ist halt sehr teuer. Oh, das gibt Punkte. Ist ja ein nicer Tay. So. Okay. Da ist wieder einer weg. Wo bist du denn? Wir setzen ihn mal auf die Bank. Vielleicht verscheucht er ihn halt immer
Bei dem müssen wir mal hier runterlocken. Sind die beiden Italiener jetzt eigentlich mal raus? Nee, da fehlt noch einer. Und der hier steht im Regen, während er in einer Zelle ist und dementsprechend erhöht sich sein Glaube gerade ziemlich stark. Da müssen wir gleich wahrscheinlich nur, wir können jetzt einfach Claw reinsetzen. Und ich denke mal, das dürfte jetzt schon ausreichen. Um da ordentlich was, ja, guckt euch an, das ist nur einmal was gemacht und schon hat sich sowas. Oh, jetzt geht's aber los hier. Franzi. Franzl, geh doch endlich rein. Geh doch endlich rein. Was machst du da draußen eigentlich? Fällt's dir so da draußen? So. Komm schon. Du willst es. Du willst es doch auch. Nein, nicht da lang. Nicht da. Ach, geh doch nicht da lang. Achso, das ist die, die ständig einpennt. Die pennt da jetzt irgendwo gleich ein. Was machst du denn da jetzt eigentlich? Ach, komm schon. Nein, das möchtest du jetzt nicht. Buck ist im Übrigen der Einzige, den man wirklich überall binden kann. Also in jedem Raum kann der wirklich Stress machen. Der kann drinnen und draußen Stress machen. Deswegen ist Buck auch einer meiner absoluten Lieblinge. Und dem gebe ich auch eigentlich immer umherstreifen. Allerdings nur halt, wenn Sterbliche zugegen sind. Dann darf er spuken. Ja, ja, quatsch mal nicht. Ich hätte Boo mitnehmen sollen. Der hat nämlich jetzt inzwischen den Botengang des Dummkopfes. Der hätte mir hier vielleicht geholfen. Ja. Ach so, die holt sich immer einen Kaffee. Ja. Ja, das wollen sie mir damit sagen. Kräfte. Merkwürdiges Benehmen. So, einmal funken. Null und merkwürdiges Benehmen. Ja, null und merkwürdiges Benehmen bitte. Okay. Scheint schon kaputt zu sein. Ach, warum gehst du denn jetzt wieder raus, du Penner? Geh jetzt endlich runter. Also der muss eigentlich runtergehen. Der soll bitte jetzt mal so langsam runtergehen. So langsam geht er mir tierisch auf den Sack. Da, jetzt pennt sie. Obsession. Ach komm. Dann lock ihn halt mal nach unten. Oh, sehr schön. Den hat's direkt erwischt. Obsession sitzt sogar noch. Moment, Befehl. Nur der gegenwärtigen Kräftestufe. Obsession sitzt, glaube ich, noch über der Faszination. Und Faszination sitzt über Sirenengesang. So, mal schauen. Und null. So, jetzt sollten die keinen Bock mehr auf die Leiche da angucken haben.
Warum? Warum gehst du jetzt wieder weg? Du sollst nicht weggehen. Ach komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Okay. Die pennt. Oder habe ich irgendwo was, irgendeinen falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Vor allem. Bist du der Richtige? Nee, bist du nicht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Warum sind die eigentlich noch nicht raus? Okay, okay, okay. Ja. Hier ist auch keiner. Du bist das doch, ne? Ja, du bist der Richtige. Der hat jetzt das Licht ausgemacht. Ich werd bekloppt. Ach, Mann. Was eigentlich passieren sollte, er sollte da in den Raum reingehen und dann sollte ein Quicktime-Event getriggert werden. Aber irgendwie passiert das gerade nicht. So, das heißt, ich werde jetzt einfach mal das machen. Und werde dann gucken, ob hier irgendwann mal was passiert. Wo ist er denn? Ach, das ist doch eine Scheiße. Es geht mir gerade ein wenig auf den Sack, falls man das nicht mitbekommt. Binden wir mal den Bonsai da dran und hauen mal einmal das Beben raus. So. Da können jetzt nämlich auch alle mal abhauen. Das habe ich nämlich komplett vergessen, dass das hier ging. Und dich setzen wir mal auf die Bank. Und du machst dich frisch. Schau ich dir mal bitte hier raus. Achso, dich hatte ich gerade schon die ganze Zeit gebunden, ne? So. Gleich sind alle weg, nur der nicht. Na komm, du gehst jetzt runter. Du möchtest jetzt runtergehen unbedingt. Du möchtest da jetzt nicht sitzen bleiben. Du möchtest da jetzt nicht sitzen bleiben. Hau ab! Der geht jetzt schon wieder auf den Pott. Das ist doch scheiße, im wahrsten Sinne. Kurzer Schreck. Haha. Ey, du hast dir die Hände noch nicht gewaschen. So. Vielleicht braucht er erst ein bisschen Angst, bevor der da runtergeht. Ich glaube, der Ex und Hop ist zu viel. Ach was. Ex und Hop war noch nie zu viel. Scheiße, der ist draußen. Haha, der ist draußen! Nein! Nein, 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 nein. Okay. Ich werde euch nach der Folge was dranhängen. So ein Scheiß. Nein!
Ach, das ärgert mich jetzt. Ah, da war ich ein bisschen zu übereifrig. Jetzt können wir aber zumindest die Geister binden, wie wir lustig sind. Ich kann euch erklären, was eigentlich der Sinn dahinter war, ihn jetzt eigentlich da runterlocken zu wollen. Er ist ein korrupter Bulle und er hat sie verraten. Und da hätten wir helfen müssen, dass sie sich rächen kann. Das haben wir leider jetzt nicht getan. Und dementsprechend werden wir sie nicht bekommen. Und das werde ich euch hinten nochmal dranhängen. Wenn ihr nur Kräfte deiner gegenwärtigen Kräftestufe. So. Binden. Können wir irgendwo hier einmal Schwarm, alle so ein bisschen, können wir ihn hier irgendwo binden? Ne, können wir leider nicht, aber wir können Raindancer da hinten binden. Wir können den Raindancer dahin binden. So. Ups. Hä? Jetzt fragt mich eine Nvidia-Applikation, ob die gerade installiert werden kann. Nein, jetzt gerade nicht. Gespenstischer Hagel. Regen. Entfernter Donner. Ich weiß gar nicht, was entfernter Donner bringt. Binden wir dich mal da ein. Und könntest du den jetzt mal da raushetzen? So. Vor allem das Schlimme ist, ich muss den gleichen Scheiß gleich nochmal machen. Weil auch wenn ich euch nur die Szene reinschneiden werde, wo er hier reingeht und ich ihn dann, dann rausscheuchen muss. Aber die Szenen möchte ich dann auf jeden Fall nochmal reinschneiden. Trotzdem muss ich ja die komplette Mission nochmal machen. Aber das würde halt einfach den Rahmen sprengen. Hast du nicht eigentlich... Achso. So, da kann ich dann aber auch sowas wie Raindancer kann ich dann draußen lassen. Brauche ich dann nämlich nicht. Sehr schön, die ist auch weg. Es scheint, der Professor hat einen Verbündeten. Ja, ist richtig. Dr. Brunner. Den binden wir mal dahin. Und jetzt zeig uns mal Ex und Hop. Okay. Ist ja wurscht. Bank. Und ich glaube, die verschwinden jetzt einfach, sogar einfach nur. Kräfte. Mach mal Obsession. Binden da ihn dran und Befehl, nur wenn Sterbliche zugegen sind, menschliche Fackel. So, das ist einer der, glaube ich, stärksten überhaupt. So. Okay.
Okay. Okay. Vor allem sind jetzt nur noch zwei Bullen da, ne? Den hier können wir mal eben verscheuchen. Der braucht auch nicht mehr so viel. Der hier braucht noch ein bisschen mehr. Oh, Moment. Wir können ihn einfach hier hinbinden. Wenn der jetzt hier irgendwas Großes loslässt, dann gehen hier ein paar Leute drauf. Aha. Ach ja, und das ist noch nicht die längste Mission. Keine Sorge. Und wenn ich mir das so angucke, von der Zeit her... Ich hatte das ja erst geplant, dass ich alles halbständig mache, aber... Also alle Parts halbständig mache, aber solche Parts kann ich jetzt ja schlecht halbständig machen. Da werde ich dann gucken, dass ihr alle im Grunde durchgucken könntet. Aber ich kann halt nur jede halbe Stunde ein Video geplant hochladen. Deswegen, muss ich da schauen, aber ihr werdet auf jeden Fall genug zu schauen haben. Den ganzen Tag über. Feuertanz, Feuertanz. Sehr schön. Wir verfackeln die Leiche. Es ist das Krematorium, das wissen sie nur noch nicht. Und bist du jetzt mal auch so langsam raus? Binden. Komm schon. Mach Ex und Top. Ex und Top, jawoll. Jetzt dürfte der auch draußen sein. Also, und der ist nicht draußen. Weil der halt kaum Glauben hat. Können aber ihn jetzt mal hier hinbinden. Und können Flut machen. Die natürlich nicht so weit reicht. Das ist wieder super. Du hast Befehl zum Umherstreifen, ne? Ja. Pendel, hast du eigentlich auch den Befehl? Nein, hast du nicht. Kannst du umherstreifen, wenn du möchtest. So. Also umherstreifen heißt, er kann den Raum wechseln. Wie er da lustig ist. Wir können einmal hier oben zu dem gehen. Und da binden wir den jetzt. Einmal Starkstrom. Bam 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 bist du nicht... Ey, du bist aber schon längst draußen eigentlich. Okay. So. Die Punkerin, die müssten wir nochmal erwischen. Am besten jetzt mit der Obsession. Oh, da geht's jetzt nochmal gut rund. Wo ist die Punkerin? Die kommt da auch gerade. So. Ihn binden wir da mal dran. Komm schon. Getterclaw binden wir mal da dran. Kampfgeschwader. Ach komm schon. Reicht das jetzt nicht mal so langsam mit allen? Dr. Klugmann. Dann sei mal Klugmann und hau mal ab, Mann. Binden.
Ja, das finde ich immer super. Wenn die irgendwo gegen eine Ecke rennen, dann teleportieren die sich. Da muss man immer erst gucken, wo sie dann hin sind. Das ist sehr praktisch, wenn man nur noch einen oder zwei hat und die eigentlich verfolgen müsste. So, Kräfte. Umleitung ist zum Beispiel ziemlich cool. Na, wo ist die Tür? Nee, da wird keiner hingehen, denke ich. Also Umleitung blockiert eine Tür, in dem Fall war es diese. Und wenn man da reingeht, kommt man hier in diesem Raum raus. Oh, Wendel geht die beiden anderen Geister besuchen. So, der ist auch schon sehr viel trainierter. Kräfte nur verwenden, wenn Sterbliche zugegen sind. Starkstrom, sehr schön. Aber leider wasted. Außer die geht jetzt da nochmal raus. Komm schon, du gehst noch da hin, während Starkstrom ist. Ja, okay, nee, gehst du halt nicht. Dann gehst du halt nicht dahin. Dann mach jetzt Schreckgespenst. Mach Schreckgespenst und dann ist sie wahrscheinlich weg. Wir haben noch... Oh mein Gott, die Krankenschwester habe ich komplett unterschätzt. Die hat Nerven aus Stahl. Nee, die hat wahrscheinlich nur noch nichts abbekommen. So, Dr. Klugscheißer. Das ist der Captain. Und... Wendel, komm mal hier hin. Und Hetzer. Hetzer. Jawohl. Und wo bist du? Da ist er. Ja. Also ihr könnt euch ungefähr vorstellen, warum ich diese Mission nicht nochmal komplett zeigen möchte. Echt, ich wusste gar nicht, dass gespenstischer Hagel eine Range hat. Weil normalerweise auf einen Raum bezieht sich das meistens. So, Dr. Klugscheißer. Wo sind sie denn? Der kriegt echt keine Angst drauf, ey. So, komm schon, geh nach vorne und dann hol dir mal eine ordentliche Packung ab. Serienschock. Erhöht auf jeden Fall mal den Glauben. Krieg ich Pflanzen, glaube ich, auch. Nee, das ist reiner Angstmacher. So, der Bug. Der scheucht dich da auch nochmal gut durch. Und dann ist der Klugmann jetzt weg. So. Den hier. Finden wir mal. Kriegst du die noch? Ne, kriegst du nicht mehr. Geht die vorne rein? Ja, die wird vorne reingehen. Dann machen wir mal das hier. Schneckentempo. Exotop braucht halt eine Ewigkeit, bis der wieder funktioniert. Binden wir dich mal draußen. Das ist das Schöne, wenn einer umherstreifen kann. Den kann man eigentlich immer direkt wieder binden und kann den da eigentlich dann auch hängen lassen. So. Wie viel Glauben hast denn du? Oh, das gibt jetzt aber gut was. Geh jetzt so. Und
dich kann sich Banzai kümmern. Beben. Okay. Kräfte. Ah, nee. Banzai hat nicht so viel. Also Banzai hat schon schöne Sachen, aber halt nicht so die härtesten Erschrecker. Okay, jetzt so. Okay. Falle? Okay. Machen wir es mal bei der Krankenschwester. Sehr schön. Erwischt. Und wenn der Bug jetzt kommt und dich hetzt. Jetzt kann sie sich wieder bewegen, komischerweise. So. Nee, ist immer noch nicht regeneriert. Leider immer noch nicht regeneriert. Okidoki. Da hättest du dich jetzt. Und wenn da so ein Geist hinter dir herfliegt. Ich glaube, da würde ich auch schreiend wegrennen. Wobei ich glaube auch eigentlich nicht an Geister. Starkstrom! Und beide draußen. Endlich. Bank, 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 Bank und Bank. So. Gut, dann ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Wie gesagt, ich werde gucken, dass ich das Ding jetzt so hochlade, dass ihr in der nächsten halben Stunde kein Video bekommt. Aber danach die volle Stunde wieder ein Video bekommen werdet. Oder die nächste halbe Stunde, also in 60 Minuten geht's dann mit dem nächsten Part weiter. Beziehungsweise, wenn ihr es direkt geguckt habt, geht es in etwas weniger, wahrscheinlich als 15 Minuten weiter. So, wie gesagt, es kommt jetzt nochmal hinten dran geschnitten, wie ich sie hier befreie. Aber da möchte ich jetzt nicht nochmal 45 Minuten, wo ich vielleicht sie gar nicht hinkriege, als Video aufnehmen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns gleich wieder. Haut rein! Der Kerl stinkt 10 Meter gegen den Wind nach Verrat. Schaff ihn hierher! Würde dir gerne deine Rechte vorlesen, Drecksack. Aber du hast gar keine. Ich hoffe, die Kohle hat gestimmt. Deine Seele ist jedenfalls keinen Pfifferling wert.